Meine sehr verehrten Damen und Herren, im ersten Teil meines Dokumentarberichts »Zweimal Deutschland« habe ich dargelegt, wie es zu der Spaltung unseres Vaterlandes gekommen ist. Die Spaltung dokumentiert sich ja aber nicht allein nur im Ablauf geschichtlicher Ereignisse wie Kapitulation, Kontrollrat, Konferenzen, Bundestagsdebatten und Volkskammersitzungen. Die Spaltung wird erst dann richtig deutlich, wenn wir betrachten, wie sehr sich die sogenannte DDR von der Bundesrepublik, in der wir leben und die wir kennen, unterscheidet. Ich zeige Ihnen daher heute in der Hauptsache Szenen aus Lebensbereichen der Sowjetzone und gebe Ihnen Einblicke in die Situation der Arbeiter, der Industrie, der Landwirtschaft, der Jugend und des Militärs. Über andere Themen wie Kirche, Sport, Film, Theater, Literatur und so weiter werden wir Ihnen später berichten. Die Grenzen zwischen der Bundesrepublik und dem westlichen Ausland sind offen. Für jedermann, der seinen Urlaub draußen, in Holland oder in Skandinavien, in Frankreich oder Italien verbringen will. Für jeden, der es sich leisten kann. Und es sind viele, die es sich leisten können. Hunderttausende von Arbeitern fuhren in den letzten Jahren mit eigenen Fahrzeugen über die Grenze, ohne spezielle Genehmigung und ohne die Absicht, draußen zu bleiben. Sie kommen gerne wieder an ihren Arbeitsplatz zurück, denn ihre Arbeitsbedingungen haben sich in den letzten Jahren nicht verschlechtert, sondern verbessert. Wie überall in der westlichen Welt wird auch in der Bundesrepublik die Arbeit immer mehr rationalisiert. Wir kommen in das Zeitalter der Automation. Ganze Industriewerke können von ein paar Fachkräften mechanisch gesteuert werden. Die Maschinen nehmen den Menschen immer mehr Arbeit ab. Die Arbeitszeit für den Menschen verringert sich. Die Gewerkschaften dringen auf Verkürzung der Arbeitszeit. 45, 42, 40 Stunden Woche. Das Wochenende wird immer länger. Die Parole lautet: weniger arbeiten, mehr verdienen. Anders in der DDR, dem sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat. Dort gilt nur die Parole: mehr arbeiten. Mehr arbeiten bei gleichem Verdienst. Automation wird dort anders verstanden. Der Mensch wird zum Automaten gemacht. Das ist der berühmteste Held der Arbeit in der Sowjetzone, Adolf Hennecke. Zu Ruhm gekommen durch Übersollerfüllung im Bergwerk. Sein Aussehen spricht für die Tat. Immer wieder machte Walter Ulbricht Versprechungen. Den ununterbrochenen technischen Fortschritt zu gewährleisten, mit dem Ziel, das Weltniveau zu erreichen, den weiteren Aufschwung der Landwirtschaft zu sichern, die Arbeitsproduktivität zu steigern und auf dieser Grundlage den materiellen Wohlstand des Volkes zu erhöhen, sowie die fortschrittliche Kultur weiterzuentwickeln und zur Sache des ganzen Volkes zu machen. Aber das Weltniveau ist noch immer nicht erreicht. Und von den Arbeitern werden immer höhere Arbeitsleistungen gefordert. Im Mansfelder Hüttenkombinat wissen die Arbeiter so gut wie in Karl-Marx-Stadt, dass die in Aussicht genommenen Verbesserungen der Lebenslage, wie die Einführung des 7-Stunden-Tages und andere Maßnahmen, nur verwirklicht werden können, wenn alle mithelfen, den Plan tagtäglich zu erfüllen. Mit ihren Verpflichtungen bringen die Werktätigen ihre Bereitschaft zum Ausdruck, unter Führung der Arbeiterklasse die gesteckten Ziele zu erreichen. Wilhelm Pieck empfing ununterbrochen Arbeiter, die sich bei gleichbleibendem Lohn zu mehr Arbeit verpflichteten. Freiwillig natürlich. Die Kumpel überbrachten 73 Verpflichtungen zur vorfristigen Erfüllung des Planes im vierten Quartal.
und 120 weitere Verpflichtungen zum Fahren von Hochleistungsschiffen. Ein Held ist nur, wer mehr arbeitet. Ist das keine Ausbeutung des werktätigen Volkes? In Berlin verlieh der Präsident Wilhelm Pieck an 44 verdiente Arbeiter, Bauern, Ingenieure und leitende Wirtschaftler den Ehrentitel Held der Arbeit. Wie wir heute arbeiten, so werden wir morgen leben. Die Frau, die diese Worte prägte, Frieda Hock auch, dankt dem Präsidenten für die hohe Auszeichnung. Held der Arbeit wurde auch der Initiator der Bewegung zur Steigerung der Milchproduktion, Melkermeister Ferdinand Kunz vom volkseigenen Gut der Min. Auf das Gut zurückgekehrt, wird der Held der Arbeit herzlich begrüßt. Und seine Enkelin ist mit Recht stolz auf ihren Opa. Gute Viehpflege und Gruppenfütterung, richtiges Melken und Eutermassagen. Das sind einige der Geheimnisse seines Erfolges. Doch trotz dieser volksdemokratischen Erfolge kommt man einfach nicht zurecht. Das ist der technische Zeichner, hier die Sekretärin und Disponentin und hier der Werksleiter der volkseigenen Drahtziehmaschinenwerke in Grünau. In diesem Betrieb war der Exportplan nicht erfüllt worden. Eine oft vorkommende Panne. Man fand eine Notlösung. Alle Bürokräfte griffen tatkräftig zu. Von der Schreibmaschine zum Kran, vom Schreibtisch zur hydraulischen Säge und vom Zeichenbrett ans Horizontalbohrwerk. Hinterher war allerdings das Plansoll der Büroarbeit nicht erfüllt. Die Frauen werden auch nicht geschont. Auch sie erhalten ständig höhere Arbeitsnormen. Im volkseigenen Wälzlager Berlin verpflichtete sich die Schleiferin Charlotte Briese, statt wie bisher 750, künftig 775 Kugellagerringe pro Schicht zu bearbeiten. Dazu hieß es: Eine von unzähligen Verpflichtungen im Wilhelm-Pieck-Aufgebot zur Steigerung der Produktion und zur Verbesserung der Lebensbedingungen. Frauen lernen nicht nur Traktoren fahren, auch der Beruf der Schlächterin wird in der DDR stark propagiert. Man versucht überall den Beispielen der Frauenarbeit in der Sowjetunion zu folgen. Die Szene entstammt einem sowjetischen Spielfilm, der in der DDR gezeigt wurde. Diese Frau ist eine besondere Heldin der Arbeit. Sie kann 180 Webstühle alleine bedienen. Rapotitz, 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 tickt die Uhr. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das große Zauberwort der klassenlosen Freiheit. Anfangen! Welch ein Sieg über die monopolkapitalistischen Ausbeutungsmethoden des Westens. Auch bei uns in Westdeutschland sind nicht alle Lebensbedingungen herrlich. Wohnen nicht alle Arbeiter in so hübsch gelegenen Häusern. Aber ihr Lebensstandard entspricht dennoch viel eher den Forderungen eines gewissen Karl Marx. Ein nicht nur quantitativer, sondern auch qualitativer Unterschied besteht im baulichen und industriellen Aufbau. Moderne Hochhäuser im Westen, im Osten kaum ein Neubau und wenn mit Schwierigkeiten verbunden. Aber Nationalpreisträger Hermann hat Sorgen. Unzweckmäßige Fertigteile erschweren die Arbeit auf seiner Berliner Baustelle. Einfacher wäre es, wenn die Fugen, wie vorgeschlagen wurde, breiter wären. Die verantwortlichen Stellen sollten ihre Arbeit besser koordinieren, um vom Betonwerk Grünau bis zur Baustelle die modernen Baumethoden rentabler zu machen. Kunststoffe sind in der DDR wenig verbreitet.
Eimer zum Beispiel werden noch immer aus Blech hergestellt. Blech aber ist knapp. Also macht man aus den Blechabfällen im Eimerwerk Quedinburg, wie es heißt, geschmackvolle Teeservice. Natürlich sind Teeservice aus Steingut rentabler und billiger. Aber der Blechplan ist erfüllt. Und der Plan geht vor dem menschlichen Bedürfnis. Hierfür noch ein Originalbeispiel. Wollen Sie etwas abgeben? Entschuldigen Sie, ich möchte einen Wintermantel machen lassen. Einen Wintermantel? Aber jetzt ist doch Winter. Ja, eben deshalb. Es ist schon etwas kühl jetzt. Einen Wintermantel müssen Sie im Sommer bestellen. Wir arbeiten hier nach einem Arbeitsplan. Kommen Sie im Mai wieder. Entschuldigen Sie, ich habe Wintermäntel immer im Winter bestellt. Früher. Ja, früher. Das ist möglich. Aber wir sind kein kapitalistisches Unternehmen und denken nicht daran, Wintermäntel im Winter zu machen. Mit demselben Recht könnten Sie ja kommen und im Sommer einen Sommermantel verlangen. Die Sowjetunion hat die Herrschaft des Planes über den Menschen eingeführt. Alle großen Industriewerke standen jahrelang unter sowjetischer Leitung, ehe sie in die Hände des Volkes gelegt wurden. Das heißt, in die Hände der Partei Walter Ulbrichts. Heute hat die Sowjetregierung dem deutschen Volk die Leunawerke übergeben. Heute sind sie Eigentum des Volkes. Und unser Gelöbnis sei, dass diese Werke für immer und ewig in den Händen des Volkes bleiben. In den Händen des Volkes liegen auch die Eisenacher Automobilwerke. Aber die Autos, die hier produziert werden, kosten über 12.000 Mark und kommen nur in die Hände privilegierter Parteigenossen. Ja, ein schmuckes Kind mit 36 PS, das mit über 100 Kilometern pro Stunde über unsere Straßen reisen wird. Gut ausgestattet und niedrig im Verbrauch. Und noch eins, der volkseigene Wartburg wird als Exportwagen auf dem internationalen Automarkt den Volkswagen endgültig überrunden. Inzwischen produzierte das Volkswagenwerk über 2,5 Millionen Autos, die so billig sind, dass sie wirklich zu Wagen des Volkes wurden. Doch wäre es falsch anzunehmen, dass alles, was in der DDR hergestellt wird, schlecht sei. Schließlich leben auch dort Deutsche. Und sie sind nicht weniger tüchtig als wir im Westen. In Hennigsdorf bei Berlin werden zum Beispiel sehr leistungsfähige elektrische Lokomotiven gebaut. Ausgerüstet mit automatischer Schaltwerksteuerung und 4.300 PS kann diese E-Lok einen Güterzug mit 70 Wagen in der Stunde 60 Kilometer weit transportieren. Auch Atomkraftwerke werden nicht nur in Westdeutschland errichtet. Hier das Garchinger Ei bei München. In der Nähe von Dresden wurde inzwischen der hier noch im Bau befindliche Atomreaktor fertiggestellt. Und es gibt Fachleute, die sagen, dass die DDR Chancen hätte, die Bundesrepublik in der Atomenergiegewinnung zu übertreffen. Die Bundesrepublik ist eine Industriemacht von Weltruf und die große deutsche Industriemesse in Kairo lockte viele Interessenten an. Für Staaten aus dem afroasiatischen Raum ist jedoch der Handel mit der DDR ebenfalls reizvoll. Made in Germany heißt für viele Länder auch Made in Ost-Germany. Heinrich Rau, der Wirtschaftsminister der DDR, gibt Empfänge in der Handelsvertretung der Sowjetzone in Kairo. Er pflegt regen Kontakt mit der arabischen Welt und stößt nicht selten auf Gegenliebe. Im Nildelta wurden landwirtschaftliche Maschinen aus der DDR vorgeführt. Und Ägypten bestellte Traktoren aus Nordhausen.
gerade auf dem Gebiete der Landwirtschaft bestehen große Unterschiede zwischen Deutschland und Deutschland. Privatbesitz auf der einen, Kollektive und Kolchosen auf der anderen Seite. Das kommunistische Regime enteignete nicht nur den Großgrundbesitz, sondern auch die meisten Bauernhöfe. Vor 10 Jahren im Dorf Mestlin in Mecklenburg. Das waren die Wohnungen der Menschen unter dem Gutsbesitzer damals. Das Dorf wurde frei. Die Technik überholte alte Arbeitsmethoden. Jahre gingen dahin. Das Dorf gründete eine Produktionsgenossenschaft. Man gab ihr den Namen Neues Leben. Die helfende Hand der Sowjetunion reichte auch nach Mestlin. Der erste Stalinets IV kam in das ferne mecklenburgische Dorf. Die Felder waren zusammengelegt. Nun sollte vereinte Kraft das Gesicht des Dorfes verändern. Wo Hütten standen, wuchsen Häuser. Das Dorf wurde zum Bauplatz. Und zum Schauplatz kommunistischer Planwirtschaft von seltener Idiotie. Bürgermeister Löbel besucht den Einzelbauern Lauer. Wir haben beschlossen, die Rübenernte 5 Tage früher zu beenden. Willst du nicht mitmachen? Lauer macht mit. Das ganze Dorf macht mit, weil es gilt, gemeinsam und mit Hilfe der LPG die Pflichten gegenüber unserem Staat zu erfüllen. Der Kampf um die Bergung der Rüben beginnt. Sturm und Regen wollen einen Strich durch die Rechnung machen. Die Regentage müssen aufgeholt werden, denken die Schmiede. Sie beschließen, nach Feierabend den Rüben auf den Leib zu rücken. Auch die Maurer vertauschen die Kelle mit der Gabel. Parteisekretär Wedemann ist dabei. Da, die Leistungskurve steigt wieder. Wenden wir uns jetzt der Situation der Jugend zu. Jazz kann hier Interesse finden. Manchem Beobachter mag es scheinen, als sei das ihr einziges Idol. Aber diese Jugend ist wie ein Kaleidoskop, dessen Farbskala so reichhaltig, so vielseitig ist, dass ein Blickpunkt sie nicht erkennen, ein Rahmen sie nicht zu fassen vermag. Für manche sind die Laute aus der Musicbox ein Idol, für manche nur ein harmloses Vergnügen. Es gibt Auswüchse, aber sie betreffen die Minderheit. Tausend andere, oft sogar dieselben, finden wir in den kirchlichen Jugendverbänden und bei den Pfadfindern. Wir finden sie in Jugendheimen, in Clubs und Arbeitsgemeinschaften. Diese Jugend kann sich ihre berufliche Ausbildung und ihre Beschäftigung in der Freizeit selber wählen. Es gibt keine FDJ und keine staatlich gelenkte politische Schulung. Thank you.
In der DDR aber wird vor allem marschiert. Schon die ganz Kleinen paradieren vor Wilhelm Pieck mit selbstgebauten Kanonen. Ihre öffentliche Erziehung beginnt mit der Leugnung der Existenz Gottes. Anstelle der Kommunion oder Konfirmation setzt man die Jugendweihe. Statt Religionsunterricht gibt es die Jugendstunde. In einer der ersten Jugendstunden besuchen die Schüler das Pädagogische Institut der Stadt. Dass die Erde keine flache Scheibe ist, wie man früher glaubte, ist den Mädchen und Jungen längst bekannt. Am mechanischen Planetarium, am Tellurium, lernt man die Geheimnisse der Bewegung im Weltall kennen. So finden in den Jugendstunden alle Fragen ihre wissenschaftliche Antwort. Der Augenzeuge erlebte eine der Feierstunden, in denen junge Menschen ihre Jugendweihe erhielten. Staatssekretär Labs bei seiner festlichen Ansprache. Vor ihren Eltern, Geschwistern und Freunden empfingen die Jungen und Mädchen, für die nun der neue Lebensabschnitt des Erwachsenseins beginnt, die Urkunde zur Jugendweihe. Wachse über dich selbst hinaus, indem du in die menschliche Gesellschaft hineinwächst. Aber auch im übrigen Schulunterricht ist der kommunistisch-sowjetische Einfluss stark ausgeprägt. Russisch wird selbst in den Volksschulen gelehrt. Duchow, ein kleines Dorf im Bezirk Neubrandenburg. Dorfkinder lernen eine fremde Sprache. Ingelore, die Tochter des Landarbeiters Erich Riemer, will Saatgutzüchterin werden. Sie wird die Werke Mithurins und Lysenkos einmal in der Originalsprache lesen. In unserer Republik genießt der Lehrerberuf ein hohes Ansehen. Wie könnte es auch anders sein, in einem Staat, wo der Mensch, das Wohlergehen und das Glück der Menschen im Mittelpunkt stehen? Der Lehrer gibt seine ganze Energie, sein Herzblut, alles Wertvolle, was in ihm ist, seinen Schülern, seinem Volk. Das sagte einmal der große sowjetische Staatsmann Kalina. Von Duchow nach Dessau in eine Grundschule. Gudrun, die Tochter des Ingenieurs Ernst Rosenthal, wird in Gegenwartskunde geprüft. Das Thema ist die Friedenspolitik der Sowjetunion. Im Jahre 1942, als die Hitlertruppen weit in die Sowjetunion eingedrungen waren, war es Generalissimo Stalin, der sagte: Die Hitler kommen und gehen, dass der deutsche Staat, das deutsche Volk aber bleibt. Als der Zweite Weltkrieg 1945 beendet war, trafen sich die Staatsmänner der Sowjetunion, der USA und England in Potsdam und beschlossen dort das Potsdamer Abkommen. Auch hier war es wieder Generalissimo Stalin, der darauf hinwies, die wirtschaftliche und politische Einheit Deutschlands zu schaffen. Aber die westlichen Besetzungsmächte dachten gar nicht daran, die Potsdamer Beschlüsse in die Tat umzusetzen. Diese Beschlüsse hinderten sie daran, ihre aggressive Kriegspolitik gegen die Sowjetunion und gegen die Volksdemokratien zu entfachen. In der ganzen Zeit, von 1945 bis jetzt, war es immer wieder die Sowjetunion, die darauf hinwies, dass ein Friedensvertrag für Deutschland von großer Wichtigkeit ist. So hat die Sowjetunion immer wieder durch die Tat bewiesen, dass sie ein wahrer Freund des deutschen Volkes ist. Sie will sich und uns den Frieden bewahren. Ich möchte später vielleicht einmal studieren und dazu muss Frieden sein. Und aus diesem Grunde empfinde ich tiefe Freundschaft zu dem sowjetischen Volk. Darum muss man auch marschieren, wie die Jugend des sowjetischen Volkes marschiert. Immer wieder wird in Fotos und Filmen das russische Beispiel gezeigt.
Die Fanfarenbläser der FDJ erinnern an ein anderes Vorbild. Großkundgebungen am laufenden Band hämmern auf die Jugend ein und stellen sie in den Mittelpunkt. Die Vergötterung der Herren des Kreml führte und führt noch zu den unglaublichsten Szenen. Wer führte uns denn, wie immer, zum heutigen Sieg? Wer erschloss uns wohl alle diese Möglichkeiten? Ihr wisst, an wen ich denken muss. Nun sagen möchte ich euch Folgendes. Es wäre für mich das wunderbarste Erlebnis, ihn zu sehen. Und ihm zu sagen, dass ich... Doch weil das nicht möglich sein wird, so will ich nur rufen. Es lebe Stalin! Immer wieder wird die Jugend zum Kampf für den Frieden aufgerufen. Nachfolgend hören wir den Gründer der FDJ, Erich Honecker. Die Aktionseinheit im Kampf gegen den Generalkriegsvertrag und für einen Friedensvertrag, das ist in dieser entscheidenden Stunde die Aufgabe der gesamten deutschen Arbeiterklasse und auch der deutschen Jugend. Liebe Freunde, von großer Bedeutung für die Erreichung dieses Zieles ist die weitere Entfaltung der patriotischen Bewegung unter der Jugend in Westdeutschland und in der Deutschen Demokratischen Republik. Es ist daher... Vertreter der Jugend anderer Ostblockstaaten gehören ins Programm. Es spricht Genosse Scheljepin als Abgesandter der Sowjetunion. Er überbrachte den Delegierten des 4. Parlaments die freundschaftlichen Grüße der 15 Millionen Armee des Lenin-Stalinschen Komsomol. Fest an ihrer Seite stehen die deutschen Jungen und Mädchen, die den Kriegsbrandstiftern zurufen: Wir werden kühn und bis zum Äußersten unsere Zukunft, unser Glück und unsere Heimat verteidigen. Eine Welt von Freunden ist mit uns. Li Xingsma überbrachte die Grüße der ruhmreichen Jugend Mao Zedongs. Er versicherte: Wir werden euch stets treue Kampfgefährten sein. Der Freund der Jugend, Walter Ulbricht, führte aus. Schon mehrfach das schöne Lied gesungen: Wir sind die junge Garde des Proletariats. Jawohl, ihr seid die junge Garde und ihr sollt mit Stolz diesen Namen tragen. Die rote Fahne in der Hand unserer Kinder. Zusammen mit allen Schaffenden unserer Republik folgen die jungen Pioniere der Vorhut der Arbeiterklasse. Folgen ihr zu den Höhen des Sozialismus. Täuschen wir uns nicht. Die Begeisterung dieser jungen Menschen ist echt. Sie glauben an die Höhen dieses Sozialismus.
anders wirkt dagegen die individualistische Jugend an unseren westlichen Universitäten. Keine staatlichen Stipendien für jedermann, nur weil er zur Klasse der Arbeiter und Bauern gehört. Dafür kann aber auch jedermann studieren, woher auch immer er kommt. Und jedermann denken und sagen, was ihn beliebt. Unsere Studenten müssen sich zwar vielfach ihr Studium mühsam selbst verdienen, und unsere Hochschulen sind überfüllt und oft ungenügend ausgerüstet, aber sie sind frei vom Zwang einer staatlichen Lenkung. Anderes Bild bietet sich uns in der DDR. Greifswald, die altehrwürdige Ostseestadt, in der 1456 die vierte deutsche Universität gegründet wurde. Jetzt, 500 Jahre später, sind Rektor, Professoren und Dozenten auf Walter Ulbricht ausgerichtet. Dass nicht alle Anhänger des kommunistischen Regimes sind, wissen wir. Viele befinden sich in schweren Gewissenskonflikten. Aber schließlich kann nicht jeder in die Bundesrepublik fliehen. Sie bleiben, weil sie an jene Studenten denken, die gleich ihnen den Kommunismus verabscheuen. Wie immer ein Student eingestellt ist, will er weiterkommen, muss er erst einmal freiwillig in die Volksarmee. Hier sehen wir 120 Studenten der Universität Leipzig, die feierlich verabschiedet werden. Helga und Irene haben heute ein besonderes Publikum. Freunde von der Luftwaffe der Nationalen Volksarmee sind zu Besuch gekommen. Diese Freunde aus Bautzen nannten sich 1949 Volkspolizei Luft, später nach dem 17. Juni 1953 Aero-Club Bautzen und seit Januar 1956 Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee. Es waren immer die gleichen Offiziere, die gleichen Soldaten und der gleiche Standort. Bei den Freunden der Volksarmee dürfen die Söhne der Arbeiter und Bauern auch zum ersten Mal Stahlhelme aufsetzen. Dieses Bild könnte auch aus unserer großen Vergangenheit stammen. Die Uniformen des Offiziers und des BDM, will sagen, der jungen Pionierinnen, sind unverändert. Mit dem Wehrgedanken seit langem vertraut gemacht, findet sich die Jugend in der Gesellschaft für Sport und Technik wieder. 1952 gegründet, liefert diese Gesellschaft für die Volksarmee militärisch vorgebildete Rekruten. Erwerbt militärsportliche Kenntnisse, dann wird allen Hetzern die Lust zu einem neuen Krieg vergehen, heißt die Parole. Stärkt unsere Volksmacht, schlagt den Militarismus, steht über den drohenden Rohren sowjetdeutscher Geschütze. Ja, aber, möchte man sagen. Doch wer aber sagt, der wird eines Besseren belehrt. Darf ich vorstellen, Oskar Kulicke, Maurerpolier.
geht doch Oskar neulich mit Petermann, dem Schreiber von seiner Baustelle, zusammen ein Stück nach Hause. Sehen Sie, Herr Kulicke, sagt der Petermann, erst sind wir alle für den Frieden und jetzt machen wir das Scharfschützenabzeichen. Ist das eine Logik? Lieber Petermann, sagt der Kulicke, es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Nein, 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 Kulicke, nein, sagt der Petermann. Mir ist das ja so schnuppe. Ich hab die Nase voll. So, so, sagt Kulicke. Der Adenauer stellt eine Söldnerarmee auf und Petermann bläst in eine pazifistische Posaune, bis in die Backen platzen. Und wenn sie alle so dusig wären wie Sie, dann könnten die Amis hier getrost einmarschieren. Aber wenn Sie denken, dass sie denn ihre Ruhe haben werden, dann sind sie schief gewickelt. Was meinen Sie, was denn wäre? Hey, get the bloody uniform on! Und für wen? Für die da! Auf, gelassen! Niemals! Niemals lassen wir dazu. Unsere Arbeiter und Bauern nicht, unsere Jugendlichen nicht, das ganze Volk nicht. Wir sind keine Petermänner. Unsere Jugend lernt schießen und geht in die Reihen der Volkspolizei. Schmeiß deine pazifistische Blume weg, Petermann. Man muss also auf der Wacht sein. Überall an der Grenze zwischen Deutschland und Deutschland stehen Wachtürme. Volksdemokratische Posten bewachen das Paradies der Arbeiter und Bauern vor den kapitalistischen Kriegshetzern. Wer sich arglos im Tanze dreht, der ahnt nichts von den Gefahren, die ihn beschleichen. Alarm im Abschnitt Troschenreuth. Alarmprobe abgerufen. Der Grenzdienst ist hart und verlangt höchste Wachsamkeit. Denken Sie immer daran. Mit solchen Szenen wird der Bevölkerung immer wieder die Gefahr westdeutscher Agenten vorgeführt. Viele glauben allmählich wirklich, dass sie sich für uns schützen müssen und bejahen die Aufrüstung. Thank you.
Die Bundesrepublik ihrerseits fühlt sich, allerdings wesentlich begründeter, ebenfalls bedroht. Panzer rollen auf beiden Seiten. Bundeskanzler Adenauer überzeugt sich von der Kampfkraft der Truppe. Und Bundespräsident Heuss sagt, humorvoll resigniert: Na, dann siegt man schön. Das traurigste und das markanteste Bild der Spaltung: Zwei deutsche Armeen marschieren in unserem Vaterland. Es stehen sich gegenüber: in der Bundesrepublik Bundeswehr 185.000 Mann, Bundesgrenzschutz 14.000 Mann, Bereitschaftspolizei 13.000 Mann. In der DDR Nationale Volksarmee 110.000 Mann, kasernierte Volkspolizei 8.000 Mann, Grenzpolizei 40.000 Mann, Bereitschaftspolizei 20.000 Mann, SED-Kampfgruppen 250.000 Mann, Gesellschaft für Sport und Technik 300.000 Mann. Das macht zusammen: in militärischer Ausbildung in der Bundesrepublik 212.000 Mann, in der DDR 728.000 Mann. Das sind 3,4-mal so viel wie in Westdeutschland. Man muss dabei bedenken, dass die DDR nur 17 Millionen Einwohner hat, die Bundesrepublik aber 52 Millionen. Also 3,4-mal so viel Menschen in militärischer Ausbildung bei nur einem Drittel der Bevölkerungszahl. Es ist interessant in diesem Zusammenhang, wie die Sowjetionale Wochenschau die militärische Situation der Bundesrepublik darstellt. In Wahrheit handelt es sich bei den ersten beiden Szenen um den Ladenschlusskrawall in München und ein Polizeisportfest in West-Berlin. So wütet die westdeutsche und Westberliner Polizei, wenn es gilt, gegen Werktätige vorzugehen. Diese Tatsachen lassen sich auch nicht durch Paraden aus der Welt schaffen. Erst der Tschako und jetzt der Stahlhelm. Die Remilitarisierung marschiert. Es klappte wie damals, schrieben Westberliner Zeitungen. Und der amerikanische Stadtkommandant hatte seine helle Freude an den gamaschen Helden. Diese Aufnahmen beweisen den fortgeschrittenen Stand der Remilitarisierung in West-Berlin und Westdeutschland. Sie sind ein Signal zur Verstärkung des Volkskampfes gegen Militarismus und Krieg. Die Jugend Westdeutschlands leistete mit dem 100.000. Wehrpflichtigen ihren unfreiwilligen Beitrag zum Aufbau der NATO-Armee. Der ehemalige Nazi-General Heusinger empfing den 100.000. Zwangsrekrutierten in Bonn. Während in Berlin die Regierung der DDR den Vorschlag zur Aufhebung der Wehrpflicht unterbreitete, erhielt der 18-jährige Klaus-Jürgen Theimann aus der Hand Heusingers ein Werk über die großen Deutschen, dem ein Foto seines Kriegsministers Strauß als Anlage beigefügt war. So wie einst ziehen heute die Krieger Adenauers in das fränkische Städtchen Roth ein. Während überall die neuen Abrüstungsvorschläge der Sowjetunion begrüßt werden, rasselt Bonn mit dem Säbel. Der Bürgermeister rief zum Empfang auf und begrüßte die Kompanien, die Roth als Garnison besetzten. Dafür durfte das Stadtoberhaupt hinter dem neuen Truppenkommandeur die Front der NATO-Söldner abschreiten. Woran mögen die Köpfe unter den Ami-Stahlhelmen denken? Währenddessen manövrieren Tausende von Soldaten der DDR unter echten sowjetischen Stahlhelmen, wie diese Bilder beweisen. Und sowjetische Instrukteure rechts außen sind Lehrmeister der Volksarmee. Die Uniformen der Bundeswehr hingegen bekamen inzwischen wieder eine mehr deutsche Form. Man passte sich alten Traditionen an.
und Verteidigungsminister Strauß erklärte, ohne Knobelbecher könne man nicht auskommen. Die Spaltung Deutschlands ist erschreckend fortgeschritten. Sie wird immer tiefer. Sorgenvoll sehen es die Menschen im Westen. Sorgenvoll sehen es die Menschen im Osten. Fast 3 Millionen flohen nach Westen. Täglich führt die Not der Sowjetzone zu solchem Schicksal. Ich bin geflohen, weil ich meinen Sohn nicht erfüllen konnte. Das war am 13.09. Da kam nachmittags der Oberkontrolleur zu mir aus Schwerin und sagte mir, warum, dass ich nicht am Dreschen sei. Ich sage, nein, sage ich. Ich kann heute nicht dreschen, nicht. Erstens ist kein Strom und zweitens nicht bin ich beim Heuen, damit dass ich Futter habe für mein Vieh im Winter. Und da sagte ich zu dem Kontrolleur, Sie sollten doch, mein Lieber, gleich einen Strick mitbringen und die Bauern aufhängen oder sonst nach Sibirien schicken. Aber ich fasste ihn so an den Arm und sagte, aber du Bursche, du kommst auch noch mal ran am Tau. Und dann fuhr er weg. Und das dauert eine Stunde, dann kam er mit einem versiegelten Brief zu mir und noch mit einem Schreiben vom Rat des Kreises, dass ich Sonntagnacht um 11:30 Uhr beim Landrat sein sollte in Schwerin. Da sagte ich zu meiner Frau, Frau, was machen wir jetzt? Wir sind jetzt 50 Jahre verheiratet. Unsere Stelle liegt über 200 Jahre in meinem Vorfahren und in meiner Hand. Jetzt müssen wir ins Wasser gehen. Nein, sagte meine Frau, Mann, das machen wir nicht. Wir packen unsere Koffer und reisen ab nach West-Berlin.